Willkommen bei Sams favorisierten Spiele. In diesem Format möchte ich euch Spiele näher bringen, die etwas Besonderes an sich haben und ich persönlich sehr schätze. Entweder sind sie richtig gut oder sie haben einfach eine coole Idee und meistens sind sie auch recht unbekannt oder längst vergessen, aber halt nicht immer. Coole Idee und längst vergessen trifft auf unser heutiges Spiel zu. LEDs für Wii. Erschienen nahe des Launches der Wii in Japan und Amerika unter dem Titel Elebits, kamen wir erst 6 Monate später in den Genuss des Spiels, umbenannt dann zu LEDs. Anders als viele Spiele, die nach LEDs folgen sollten, ist dieses Spiel wirklich auf die Wiimote zugeschnitten. Bedeutet, es war von Anfang an das Ziel, ein Spiel zu erstellen, das die Wiimote ausreizt. Und genau deswegen ist es eines meiner favorisierten Spiele. Also, um was geht es? In der Welt der LEDs wird Strom generiert durch, LEDs. Kleine, putzige Wesen, geladen mit Strom. Ihr spielt den jungen Kai. Seine Eltern sind Wissenschaftler, die die LEDs studieren. Und weil sie deswegen viel unterwegs sind, hat Kai einen Hass auf diese Wesen entwickelt. Mal wieder sind die Eltern unterwegs und als dann auch noch der Strom ausfiel, schnappte sich Kai das Equipment seines Vaters, um die rumströmenden LEDs einzufangen. Das Equipment ist an sich eine Gravity Gun und hier kommt die Wiimote zum Einsatz. Ihr könnt Objekte aufheben, rotieren und an euch zielen. Alles über den Pointer und der Bewegungssteuerung der Wiimote. Unter optimalen Bedingungen, also wenn die Sensorleiste und Wiimote nicht durch andere Lichter irritiert werden, klappt es erstaunlich gut. Objekte aufheben, drehen, behutsam absetzen oder auch durch die Gegend werfen ist so präzise, dass ich damals echt beeindruckt war. Das ganze Spiel wird dabei über eine Physik-Engine betrieben, was zur damaligen Zeit eine ziemlich neue Herangehensweise war. Wenn ihr also zum Beispiel Schranktüren öffnen wollt, dann wird das ebenfalls über eure Gravity Gun gelöst, statt Animationen oder sonst etwas zu nutzen. Ihr fangt LEDs, indem ihr euren Cursor auf sie richtet und den A- oder B-Knopf drückt. Um Objekte zu bewegen, macht ihr dasselbe bei einem Objekt und haltet den Knopf gedrückt. Das Gameplay erinnert mich ein wenig an Katamari und ich frage mich, ob es hier ein paar Einflüsse gab. So könnt ihr am Anfang nur sehr leichte Objekte anheben, aber je mehr gelbe und pinke LEDs ihr einsammelt, desto stärker wird eure Gravity Gun, bis ihr halt mehrere Tonnen durch die Gegend werfen könnt. Diese besonderen LEDs erscheinen, wenn ihr genug normale sammelt, die überall rumlaufen. Wenn ihr die normalen einsammelt, bekommt das Haus oder die Umgebung langsam wieder Strom, wodurch ihr diverse Geräte einschalten könnt. Bei einigen muss man nur einen Knopf drücken, bei anderen zusätzlich warten. Hin und wieder will etwas gedreht werden und manchmal muss man auch etwas kombinieren. Zum Beispiel muss man eine DVD in einen DVD-Spieler legen. Dadurch erscheinen dann die gelben und pinken LEDs, die eure Gravity Gun verstärken. Und wo wir bei Kombinieren sind, gibt es natürlich auch viele kleine Geheimnisse, auf die man selbst kommen muss. Ihr seht einen Wasserhahn, dann dreht ihn auf. Logisch. Ihr seht einen Basketballkorb und einen Basketball, dann slam-dunkt ihn. Wer die Augen offen hält, kann sehr schnell den höchsten Rang erlangen, sollte das einem wichtig sein. Ansonsten muss man einfach nur pro Level eine gewisse Wattzahl erreichen, um halt das nächste freizuschalten. Wie es sich gehört, werden die Level nach und nach größer und komplexer. Am Anfang seid ihr noch im Kinderzimmer, dann vielleicht im Flur und dann im Wohnzimmer. Im nächsten Level seid ihr dann plötzlich wieder im Flur, aber eine Tür kann geöffnet werden, die ins Kinderzimmer führt. Oder ihr seid in der Küche und später mal im Garten. Und eine andere Mission erlaubt euch, von der Küche in den Garten zu gehen. So gibt es zwar nicht mega viele verschiedene Umgebungen, aber da die Anordnung der Objekte immer anders sind und hin und wieder Türen sich öffnen, die vorher verschlossen waren, bleibt alles sehr lange sehr frisch. Ebenso gibt es Missionen, in denen man nichts zerbrechen darf, bedeutet Glas- und Porzellanobjekte müssen extra sanft behandelt werden. Oder absolut schwachsinnige Mache-keinen-Sound-Missionen, in denen man nicht so viel Krach machen darf. Nur funktioniert es nicht. Ich habe nie rausgefunden, was wie viel oder wenig Krach macht. Oft kann ich ein 300 Kilo Objekt fallen lassen und nichts passiert, aber dann fällt ein Apfel runter und plötzlich ist es zu laut. So oder so gibt es einige Überraschungen zu erleben, damit das Gameplay nicht zu steril wird. So wie auch zum Beispiel immer mehr Arten von LEDs, die verschiedene Strategien benötigen, um sie effektiv zu fangen. Für alle Situationen gibt es dann noch die passenden temporären Power-Ups, die ihr im Level verstreut findet und aktiviert werden, indem man sie mit Schmackes gegen etwas haut. Mein absoluter Favorit ist das Lock-On-Add-On. Wenn ihr das aktiviert, müsst ihr nur mit dem Cursor über ein LED fahren, um ihn zu markieren. Dann einfach den A-Knopf drücken und alle markierten LEDs werden automatisch gesammelt. Das ist dann einer dieser Momente in Spielen, die sich einfach gut anfühlen und man allein deswegen sehr genau plant, wann man das Item aktiviert, um so viel Nutzen wie möglich daraus zu ziehen. Also ja, beeindruckend viel Micromanagement. Items im Auge behalten, die ganzen Geräte im Hinterkopf behalten, weil wenn der Geschirrspüler halt erst in 60 Sekunden fertig ist, muss man in 60 Sekunden wiederkommen. Und natürlich sitzen die LEDs nicht einfach immer nur rum, sondern sind meistens versteckt in Objekten. Also wirklich
in Objekten. Ihr müsst jedes Objekt einmal bewegen, um zu gucken, ob unter ihnen welche versteckt sind. Oder ein Objekt nehmen, es rotieren und schütteln, um zu schauen, ob im Objekt sich LEDs verstecken. Und selbst wenn ihr sie dann entdeckt habt, rennen sie wild durch die Gegend und wollen sich in anderen Objekten verstecken. Ob in einem Objekt ein LED versteckt ist, seht ihr daran, dass es ein wenig zittert. Wenn das Level es erlaubt, empfehle ich daher einfach absolutes Chaos. Haut alles durch die Gegend, pfeffert riesige, schwere Objekte gegen alles Mögliche, damit sich jedes Objekt mal bewegt und die LEDs hervorkommen. Das ist effektiv und macht Spaß. Zwei Dinge, die zusammen unterhaltsames Gameplay garantieren. Wer sich ein wenig in Level-Design beweisen will, kann auch den eingebauten Level-Editor nutzen, bei dem ihr ein leeres Level bekommt und selbst die Regeln bestimmt, sowie jedes Objekt selbst platziert. Für ein Feature, das keine vernünftige Upload-Funktion hatte, bis auf das Nachrichtenboard der Wii, um Level an Freunde zu schicken, ist es ein wirklich mächtiger Level-Editor, in dem man sich schnell verlieren kann. Doch sehr schnell wird ein Problem klar, mit dem man auch im normalen Spiel zu kämpfen hat. Man kann zwar Objekte aufheben und rotieren, aber eben nur seitlich, also so wie man halt die Remote dreht. Manchmal wollt ihr aber ein Objekt rollen, um zum Beispiel an einen Schalter ranzukommen oder um es irgendwo zu platzieren. Und das geht halt nicht. Weil klar, wenn ihr die Remote rollt, dann bewegt ihr ja den ganzen Cursor gleich mit. Hier bräuchte man einen Knopf, mit dem man ein Objekt in der Luft fixiert und über die Remote in jede Richtung rotieren kann. Aber womöglich wäre es einfach zu komplex gewesen für diese Art von Spiel. Dennoch ist es halt eines der zwei großen Probleme. Das zweite Problem ist, Konami wusste anscheinend nicht, wie viel Leistung die Wii haben wird, und das spürt man. Oh, spürt man es. Wenn ein Level startet und direkt alles in Slow Motion ist, weiß man, hier gibt es grundlegende Probleme, die man nicht unter Kontrolle bekam. Was das genaue Problem ist, ist schwer zu sagen. Die Physik-Engine scheint seltener die CPU zu überlasten. Die ist beeindruckend stabil, auch bei vielen Physikobjekten. Es scheint eher alles andere zu sein, denn die Bildrate kann sinken. Oh, kann die Bildrate sinken. Und das ist so ziemlich genau das, was dieses Spiel zurückhält. Alles macht super viel Spaß, lässt sich ansonsten sehr gut steuern und hat Charme ohne Ende. Aber die Bildrate zerstört vieles in den letzten Leveln. Ich verstehe nicht, warum Konami zum Beispiel auf der Wii U keinen Re-Release gewagt hat. Das Spiel sieht weiterhin charmant aus, einfach Auflösung hochziehen und fertig. Stattdessen wurde die Marke instant vergessen, trotzdem Potenzial. Allein sowas wie die Artworks oder auch die Ingame-Artworks für die Sequenzen, dieser Artstyle ist so verdammt gut. Der Illustrator des Spiels hatte danach den Manga Made in Abyss gestartet, der erfolgreich lief und sogar eine Anime-Adaption besitzt. Und auch dort erkennt man eindeutig diesen Artstyle wieder, wenn auch weniger bunt. Aber ja, das wären so Illustrationen, die ich mir an die Wand hängen würde. LEDs ist daher ein Spiel, wie es nur auf der Wii existieren konnte. Es gab einen Nintendo DS-Nachfolger, der war jedoch ein Top-Down-RPG im selben Universum. Aber wisst ihr, was ich haben will? Wisst ihr, auf welcher Plattform dieses Spiel noch besser wäre? VR. LEDs in Virtual Reality wäre eines der besten Spiele, die ich mir vorstellen könnte. Perfekte Präzision für die Gravity Gun oder direkt die Möglichkeit, Objekte mit der Hand aufzuheben, damit man Sachen nicht aus Versehen zerbricht. LEDs wäre das Spiel für VR und es ärgert mich, dass wir so etwas niemals sehen werden. Das Wii-Spiel hat sich ca. 300.000 Mal verkauft und Konami zeigte nie ein großes Interesse, diese Marke jemals wieder zu beleben. Und seien wir ehrlich, auf VR-Plattformen würde es sicherlich noch weniger als 300.000 Einheiten verkaufen. Daher gibt es nur die Wii-Version, aber es ist okay, denn ich bin dankbar dafür, dass dieses Spiel überhaupt existiert. Ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel, das die Remote verdammt gut ausreizt und nur wegen technischen Problemen in den späteren Leveln etwas zurückgehalten wird.